Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder ein super duper exciting Video. Und zwar, jetzt wird finally entschieden, welcher Adventskalender ist besser, der Eis oder der Amorelie. Und zwar, ich unboxe heute den Amorelie. Den Amorelie Adventskalender. Ups, das ist die Rückseite. Hier ist das Prachtstück. Ziemlich ein gutes Gewicht hat er. Ich bin heute sehr weihnachtlich in Rot, rote Ohrringe, rote Lippen, wo ich wirklich aufpassen muss, dass ich nicht die Zähne voll kriege. Seht ihr schon, weil er leider sehr bleedet und rundherum und auch in den Zähnen. Das heißt, da muss ich etwas aufpassen. Aber ich würde sagen, wir unboxen den heute und gucken uns so ein bisschen an, wie der, ja, wie der aussieht. Machen wir als erstes machen wir das Ding runter. So, und dann nehme ich hier, packe ich das mal aus. Okay, der kommt hier, der ist dann hier so zugeklebt. So sieht es jetzt mal so aus. Der hat 129,90 Cent gekostet und der kommt so zum Aufklappen in Rot. Sehr, sehr schön. Die Türchen, ups, die Türchen hebe ich immer ganz gern auf als zum Weiterverschenken. Sind die super, super zum Verpacken. Man kann die Nummern überkleben oder man lässt sie oben und so recycelt man das. Das finde ich am besten. Ich schmeiße die nie weg, sondern ich hebe die immer auf. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal. Ich hoffe, ihr habt natürlich die, das erste Unboxing vom Eis-Adventskalender gesehen. Das ist natürlich auch hier etwas spannend, weil hier geht es natürlich so ein bisschen darum, welchen ich besser finde. Das heißt, guckt euch das an und ich würde jetzt sagen, let's unpack. Ich habe das jetzt hier hingelegt und wir beginnen mit der Nummer 1. So. Okay, ich bin echt... Ups. Okay, hier kam so eine kleine Anleitung auch dabei. Das, was ich bei dem Eis-Adventskalender recht nett fand, war, dass da so ein Buch mitgekommen ist. Dass das nicht bei jedem Einzelnen dabei war. Da steht jetzt nämlich nicht, was das ist. Da steht Lina Tapping Toy. Also ich vermute, dass das wieder klitoral ist. Das kommt ja übrigens aus solchen Sackerln. In so Polybags. Und so sieht das jetzt aus. Das ist eben eins mit, auch mit einem Ladegerät. Weil hier ist auch ein Ladegerät drinnen. Ja, also wir haben das erste Toy einmal bekommen. Gebe ich jetzt hier runter. Und dann machen wir das nächste. Nummer 2. Hier ist die Nummer 2. Ich liebe ja Unboxings von Adventskalendern und ich freue mich noch, weil auf jeden Fall zwei werden noch unboxed. Ich bin sehr gespannt, wie ich das beim Müsli-Adventskalender mache, weil ich da kann ja nicht alles essen. Okay, Room Mist. Also da steht dann auf der Seite schon, was da drin ist anscheinend. Ja, genau. Also da steht auch Room Mist. Sensual Room Mist. Da rieche ich mal jetzt aber schon dran. So, da seht ihr, wie es aussieht. Das gab es beim Eis nicht. Das finde ich persönlich sehr, sehr nett. Sowas. Ja. Riecht echt angenehm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass es sensual ist. Ja, es ist halt jeder auch individuell, was für einen selber sensual ist. Aber es riecht gut. Und hier haben wir auch eine Anleitung. Da ist jedes Mal so eine Anleitung dabei. Das hebe ich mir auf jeden Fall auf, weil... Ich bin ja nicht so erfahren. 3. Hier haben wir die Nummer 3. Gucken wir, was in der 3 drin ist. Ich finde es ein bisschen blöd, dass da halt draufsteht, was da drin ist. Das finde ich ein bisschen blöd. Das heißt, wenn man auf der Seite liest, dann weiß man schon, was es ist. Finde ich jetzt, nimmt so ein bisschen den Überraschungseffekt weg. Hier haben wir so einen Bullet. Was ist denn gestanden? Bullet Vibrator. Die kann man also nicht so nehmen. Weil er eben draufsteht, was es ist. Das heißt, das geht dann nicht. So sieht der aus. Der kommt auch mit einem Ladekabel, was ich persönlich sehr gut finde, wenn das nicht mit Batterien ist, weil das halt mehr umweltfreundlicher ist. Persönlich finde ich das recht gut eigentlich, muss ich sagen. Okay, das war jetzt im Türchen 3 drinnen. So, dann gucken wir, wo haben wir Türchen 4? Lala, 4. Er ist auch so ähnlich wie der von Eis, dass manchmal sind Zahlen und manchmal steht es nur geschrieben oben. Was haben wir denn hier? Ich will jetzt nicht immer lesen, was auf der Seite steht. Das ist ein True Pleasure Vaginal, irgend so ein Gleitgel, oder? Wie soll denn das? Ja, Gleitmittel, genau, das ist ein Gleitmittel. Die kommen alle auch so paketiert in diesem Adventskalender-Design. Ist auch vegan. Mhm. Finde ich jetzt sehr nett.
aufgepasst. Das war jetzt die 4. Jetzt brauchen wir die 5. Die 5, die 5. Da ist die 5. Und gucken wir, was hier drin ist. Okay. Was ist das? Was steht denn auf der Seite? Und zwar Male Stroker. This Stroker is a multiple-use masturbating sleeve. Ah ja, ja, das ist. Ja, das mich ist seit meinem vorigen Video. Habe ich mich ein bisschen informiert und kenne mich etwas mehr aus. Ja, das ist spannend. So sieht das aus. Es fühlt sich recht lustig an, muss ich sagen. Sehr spannend. Wirklich spannend. Okay. Wow, aber der fusselt so ein bisschen oder hat so Powder oder sowas drauf. Okay. I don't know. Okay, riecht nichts, aber sehr interessant. Okay, dann hätten wir jetzt die 6. Und wo ist denn die kleine? Da ist sie. So, jetzt gucken wir, was hier drin ist. Hier ist wieder so eine Art Mist. Was bist du? Ah, das ist, finde ich, aber recht schön. Und zwar Toy Cleaner und Intimate Care. Also das ist so ein Clean, also so ein, wo man eben solche Sachen dann auch reinigen findet. Das finde ich persönlich sehr gut, weil das habe ich nämlich beim Eis, ist mir das danach eingefallen, dass das gar nicht dabei war. Und dadurch, dass so viele Toys sind und man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Leute das schon zu Hause haben. Also für mich war es ja mein erster Adventskalender mit so Sextoys und sowas. Ich habe sowas noch nie davor gehabt. Das heißt, für mich ist sowas sehr, sehr praktisch. Also, weil sonst kannst du es halt, kannst du es nicht wirklich verwenden. Ja, das ist einfach nur ein Desinfektionsspray. Weiß nicht, warum ich da daran gerochen habe. Ja, das finde ich persönlich sehr positiv. Muss ich sagen, das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Das hat mir ein bisschen im Eis-Adventskalender gefehlt. Vor allem für so neue, weil ich glaube, dass viele Leute sowas, ich zum Beispiel, würde nämlich auch so einen Adventskalender kaufen, wenn ich sowas mal probieren will, weil man weiß es ja nicht, ob man das überhaupt mag oder nicht. Und das ist eine gute Möglichkeit, einfach eine Variation von Produkten zu bekommen für einen guten Preis. Also ja, was haben wir? Butt Plug. Ja, das ist wieder ganz meine Kategorie. Das war Ironie, Leute. Okay, ich werde ganz viele solche Zettel haben. Wow, das sieht schon sehr gefährlich aus. Okay, interessant. Ja, also das ist für Anal. Ja, muss natürlich auch dabei sein anscheinend, aber ja, für jeden, der es mag. Ich eher nicht. Das war jetzt 18, jetzt hätte ich, aber die 8, da wäre die 8. Oh, die steckt aber gut drinnen. So, jetzt vielleicht. Oh, gleich haben wir es. So, jetzt. Und zwar, ich sehe halt die ganze Zeit, das mag ich nicht, dass man da immer sieht, was es ist. Ah, das sind Love Language Cards. Das finde ich ja, ich weiß, das ist so ein Füllerprodukt, aber ich finde das, sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Finde ich sehr cool. Bis jetzt spricht mich der Adventskalender mehr an. Muss ich, also für mich halt als Einsteigerin in dieses Ganze, spricht mich der viel mehr an. Bis jetzt zumindest. Wir haben ja noch nicht einmal die Hälfte. Hier haben wir jetzt 9. Das fand ich jetzt sehr, sehr. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß zwar nicht, was auf den Karten drauf ist, aber ich finde es grundsätzlich sehr cool. Okay, das sind so, was steht denn da? Da haben wir es. Und zwar Handcuffs. Genau, das sind so, wenn man eben so Rollenspiele, halt 50 Shades of Grey und dem Ganzen. Da, seitdem, glaube ich, sind wir alle etwas, kennen wir uns alle mehr aus, seitdem es diese Filme gibt. Genau, die kannst du dann anscheinend, also hier kommen dann die Hände so rein und dann kann man das hier auch so anketten. Fühlen sich von der Qualität, finde ich, jetzt auch recht gut an. Ja. Wenn man das mal ausprobieren möchte, finde ich, ja, warum nicht? Da ist noch ein Annual, die hebe ich mir auf jeden Fall auf. Dann hätten wir jetzt 10. Hier haben wir die Nummer 10. Gucken wir, was hier ist. Ups, flutscht alles raus. Und wow, okay, das ist jetzt... Aha, ist das jetzt der Gurt dazu, oder wie? Sieht mir fast so aus, oder... Oder ist das jetzt für die... Jetzt muss ich gucken, was steht denn hier? Ja, Leg Cuffs. Okay, also wir haben einmal die Arme jetzt bekommen.
Und das ist jetzt für die Beine. Das erinnert mich jetzt halt mehr so an so einen Sport. Gibt es ja auch solche Sportdinger, wo man die Beine trainieren kann auf solchen Geräten. An sowas erinnert es mich jetzt persönlich. Aber da kann man dann eben auch die Beine befestigen. Mhm. Riecht auch sehr, sehr Sport, neue Sportgeräte. So riecht das gerade. Mhm. Okay, sehr spannend. Dann machen wir weiter mit der 11. Hier haben wir die 11 und gucken wir. Ah, da steht auch Expiring Date. Also diese Kartons sind wirklich. Ich werde dann vielleicht die Produkte auch wieder zurückstecken, damit ich das einfach weiß. Weil das ist, da steht nämlich alles drauf. Das ist auch so, das haben wir auch im Eis-Adventskalender bekommen. Und so ein Orgasmus-Gel, da steht auch Massage, a few drops. Ja, genau. Also das ist sowas. Mhm. Ja. Okay. 11, jetzt bräuchten wir die 12. Hier haben wir die 12. Wir haben bis jetzt hier nur noch keine so Panties oder irgend so eine Art. Und sowas haben wir nicht bekommen hier. Okay, das ist jetzt, glaube ich, eine Augenmaske. Ja, Eye Mask. Das ist jetzt vielleicht nicht super. Sowas, also ich habe solche Urfile zu Hause. Jetzt halt nicht solche für jetzt wegen sowas speziell, sondern ich habe das von Adventskalendern und generell kriegt man halt solche zum Schlafen halt jetzt, solche Masken. Ja, die ist halt jetzt einfach in schwarz. Das ist vielleicht etwas hübscher dann, aber ja. Das ist. Ich finde, das sind schöne Einsteigerprodukte, muss ich sagen. Ich finde es so. Ich bin echt gespannt, was eure Meinung ist. Aber ich finde den bis jetzt. Bis jetzt finde ich den besser. Okay, hier haben wir die 13. Okay. Jetzt gucken wir. Ah ja, und hier haben wir jetzt einen Vibrator, denke ich mal. Was steht denn hier? Ein Dildo. Dildo, bitte. Und zwar. Ja, genau. Also das ist. Kann ich euch rausnehmen. So sieht der aus. Der ist jetzt. Ah ja, der hat jetzt gar keine Vibration. Das ist einfach nur so ein. Oder irgendwas jetzt. Ja. Ich weiß nicht, wie jetzt solche Urfile soll ich haben. Also für die Leute, die das jedes Jahr machen. Ihr habt ja eine ganze Collection, muss ich euch sagen. Gucken wir, was wir hier haben. Okay, was ist denn das? Spannend. Ich finde den recht. Was ist denn das? Aha, okay, das ist einfach nur eine Bag, oder wie, wo man seine Sachen mitnehmen kann. Ja, protect your toys from light, dust and other damage. Ja, also das ist einfach so ein Sackerl. Das ist natürlich definitiv ein Ausfülleprodukt. Ja. Grundsätzlich verstehe ich den Gedanken. Vom Wert her ist es natürlich jetzt nicht sehr. Aber ich finde es grundsätzlich ist es ein lieber Gedanke. Das war jetzt 14, nicht wahr? Jetzt bräuchte ich die 15. Die hatte ich doch vorhin schon. Wo ist sie denn? Hatte ich jetzt, oder war ich jetzt schon? Nein, da ist 15. Genau. Ups. Okay, die kriege ich gerade hier ganz schwer raus. So. Jetzt haben wir die 15. Gucken wir, was das ist. Okay, hier haben wir noch so ein. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das ist jetzt Mini Wand Massager. Die nennen sie jetzt auch Massager und sowas. Das ist jetzt auch mit einem Ladekabel. Das heißt, hier haben wir auch unten. Ah, okay. Hier ist unten und das ist oben anscheinend. Ja. Ja. Gut. So. Achso, das ist 23. Jetzt bräuchte ich. Wo war ich denn jetzt? 16. 16 ist als nächstes. So. Ich bin gespannt. Was haben wir hier? Okay, das müssen wir auf den Verpackungen schauen, weil da steht es immer Nipple Suckers. Okay. Ja, weg. Okay. Das sind so. Die erinnern mich, es gibt ja so Massage, die man machen kann, wo man hinten solche Plups-Dinger so. Ah, okay, und das saugt dann so. Was enthält das? Keine Ahnung, jetzt geht's gerade gar nicht. Doch, irgendwie wird das dann halten. Aber es löst sich halt dann auch, nicht? Keine Ahnung.
muss man ausprobieren. Habe ich auch, ich habe, wie gesagt, ich habe sowas alles noch nicht davor gehabt. Und jetzt habe ich sehr, sehr viel davon. Und wo haben wir denn die 17? 17, 17, 17. Wir gehen langsam, gehen wir dem Ende zu. Okay, haben wir noch so ein. Es sind doch relativ viele solche Vibratoren und sowas. Rapid Vibrator heißt der. Wir haben nur, hier haben wir keine Panties, weil wir hatten ja so Panties und so Glitzerteile im Eis. So sieht der jetzt aus. Ja, der hat halt zwei, deshalb wird er wahrscheinlich Rabbit heißen. Und kommt auch mit Ladekabel. Was ich sehr, sehr gut finde. Weil Batterien sind erstens auch teuer und nicht so gut für die Umwelt. 17. Jetzt bräuchten wir 18. Hier haben wir 18. So. Ich glaube, sowas werden wir hier jetzt nicht bekommen. Das ist halt mehr ein paar Adventskalender. Also finde ich jetzt. Ah, okay, das ist, glaube ich, recht eindeutig. Das ist eine Peitsche. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Das, oder? Ja, das ist eine Peitsche. Genau. Also so eine kinky 50 Shades of Grey Butch Peitsche. Guckt, was ich jetzt alles habe. Okay. Dann haben wir jetzt 18, das heißt, als nächstes ist 19 und das haben wir hier. Dann gucken wir. Ah, das finde ich ja recht spannend. Sowas sieht man ja auch, das gab es früher, ich glaube, da gab es immer solche random Stores und da gab es auch immer dann so Sexsachen. Und das ist einfach so ein Würfel, wo man dann verschiedene Sexstellungen drauf hat. Ich werde es dann nicht zu nah hingehen, damit ich nicht zu viele verstörende Sachen zeige, aber. Ja, das kann doch recht lustig sein. Sowas kann ja auch, finde ich, das Ganze aufspeisen, wenn man, keine Ahnung, es ist einfach viel los und man möchte es ein bisschen mehr spannend machen. Jetzt haben wir die 20. Und was ist das? Was steht denn da? Adjustable cock ring. Okay, ja, wieder so ein Penisring. Ja, das tut mir ja dann anscheinend da eng machen. Das habe ich gelesen beim Eis-Adventskalender. Das ist halt, um die Blutzirkulation einzudämmen, um sozusagen den Höhepunkt so anzuhalten, beziehungsweise ihn zu verzögern und länger und was weiß ich, intensiver zu machen. Ja, muss halt jeder selber schauen, ob er das möchte oder nicht. Dann haben wir hier die 21. Gucken wir, was hier drinnen ist. Ups. Hier haben wir ein Massagegel. Das finde ich ja wieder, wie gesagt, sowas im Massage-Oil steht da, hier steht Gel, wie auch immer, mindestens zum Massieren. Das finde ich persönlich ist auch etwas, was ich erotisch finde, einfach so Massage-Zweisamkeit. Es muss nicht immer gleich, ich hau dich mit der Peitsche, aber kann natürlich das auch sein, aber ich finde sowas finde ich persönlich sehr, sehr lieb. Dann haben wir hier die 22 und gucken wir, was sich hier befindet. Oh Gott, was ist denn das? Sieht aus wie so ein Spielzeug, aber halt eine andere Art von Spielzeug. So, ups, ich verliere schon alles. Was steht denn hier hinten drauf? Ein Massager. Das ist wirklich ein Massageteil. Super, das finde ich ja sehr nett. Sowas mag ich. Also das ist wirklich zum Massagen einfach gedacht. Das kannst du hier ins Genack und so einfach zu massieren. Und das sozusagen, dass du nicht immer deine Finger, weil irgendwann wird das auch bei den Fingern anstrengend. Ja, das finde ich sehr positiv, muss ich sagen. Sehr praktisch. Und dann steht vielleicht in der Anleitung auch noch, wie man es genau richtig benutzt. Das ist halt wirklich die Frage, was man möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, muss ich mir dann in Ruhe durchlesen, aber sehr, sehr cool. Und dann haben sie mich schon bei 23. Morgen ist schon Weihnachten, so schnell kann es gehen. Okay, was ist das? Ein Liebesgutschein. Und da scheiden sich ja immer... Achso, nein, das ist was ganz anderes. Ich dachte jetzt, das ist ein Gutschein für Amorelie ist es aber gar nicht. Und zwar, das sind Gutscheine, die man seinem Partner schenken kann. Und zwar Komplimente kann man ihm schenken.
Besondere Anfrage gibt es auch, okay. Kann man sich was wünschen. Dann gibt es Abendessen und einen Film. Ganzkörpermassage. Aufmerksamkeit ohne Bildschirm. Romantischer Film. Essen zum Mitnehmen und Kerzen. Sehr, sehr süß. Sexy Zeit mit nach dem Streit. Ja. Frühstück im Bett. Ein Tag ohne Strom. Okay. Auch spannend. Wirklich süß. Das ist natürlich auch ein Ausfülleprodukt, aber ich finde das süß. Ich finde das, da hat sich wer Gedanken gemacht. Ich finde das süß. Ich persönlich finde das sehr süß. Ja, jetzt haben wir 24. Es ist Weihnachten. Was bekommen wir zu Weihnachten? Okay, es ist wieder eine Art elektronisches Gerät, nenne ich es. Und zwar Couple Toy. Der Unique Couple Toy is designed to offer maximum pleasure for both partners, which is flexible arms allowing for endless positioning possibilities. So why not spice things up with a toy that can bring both you and your partner to new heights of pleasure and excitement. Muss man sich natürlich anschauen, wie genau man das verwendet. Es ist auf jeden Fall wieder mit Ladekabel, was ich sehr positiv finde. Genau, ist das jetzt überhaupt aufgeladen? Nein, ist nicht aufgeladen. Und genau, so sieht das jetzt aus. Ich weiß noch nicht, wie man das verwendet. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das müsste ich nachschauen. Ich weiß nicht. Okay, meine Lieben. Ich werde natürlich den Wert, weil der Wert hier war auch sehr, sehr hoch, werde schauen, wie viel davon. Ich habe das Gefühl, dass das mehr Produkte sind, die für den Adventskalender designt worden sind. Vielleicht irre ich mich auch. Ich werde jetzt mal gucken. Ich glaube zwar, dass der Eis höher im Wert ist, aber wir kommen noch zu meiner Meinung. Ich gucke mir das an und ich bin bald wieder zurück. Meine Lieben, es ist etwas Zeit vergangen. Ich habe mich... Das ist natürlich kein richtiger, hundertprozentiger Wert. Es gibt viele dieser Produkte, wurden anscheinend wirklich extra für den Adventskalender designt, so wie ich das auch verstehe, auch viele Farben und so. Das finde ich sehr, sehr positiv. Ich bin jetzt auf den Betrag gekommen... 468,55. Sie loben aber auch nicht 1000 Euro aus, wie jetzt zum Beispiel der Eis, sondern sie loben jetzt 599 aus. Grundsätzlich bin ich ja beim Eis-Adventskalender bei 783,82 gekommen. Das heißt, da bekommt man mehr für sein Geld. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch wenn man mehr für sein Geld bekommt, man bekommt natürlich auch viel mehr solche wirklichen Produkte, also wie jetzt so Vibratoren und alles, das bekommt man halt viel mehr beim Eis-Adventskalender. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Amorelli lieber. Ich muss euch, obwohl ich normalerweise immer wirklich auch der Wert für mich sehr viel Rolle einfach spielt, aber ich muss einfach sagen, I'm sorry. Amorelli hat mir viel besser gefallen. Ich fand, was ich besser fand beim Eis-Adventskalender war noch, dass so für Frauen halt einfach so, oder auch Männer, wie gesagt, das so Body und dann waren solche Strumpfhosen und sowas dabei, so ein Glitzerteil. Das fand ich ein bisschen exciting, weil ich sowas finde ich recht nice. Aber ich muss sagen, sonst finde ich Amorelli vor allem auch als Einsteiger, wenn ich diesen Adventskalender zum ersten Mal und vor allem, wenn man noch nicht so lang zusammen ist, ich bin jetzt noch nicht sehr lange mit meinem Freund zusammen, finde ich den viel, viel passender und ich finde auch mit diesen Gutscheinen, mit den Kerzen, ich finde, da ist einfach ein bisschen mehr, und sie sind halt auch mehr Limited Edition. Viele von den Eissachen gibt es auch wirklich auf der Website und ich muss sagen, Amorelli catcht mich mehr. Den würde ich... Ich weiß nicht, ob ich denke nicht, dass ich nächstes Jahr noch einen kaufen werde, weil ich habe jetzt wirklich, ein ganzes Sackerl hier voll mit Produkten jetzt. Ich glaube, ich bin ziemlich ausgesorgt, was das angeht. Aber ich finde grundsätzlich den Amorelli, finde ich persönlich, meine persönliche Meinung, finde ich ihn besser. Und ich würde euch den Eis-Adventskalender empfehlen, wenn ihr sagt, ihr wollt... ihr seid erfahrener in diesem Gebiet, ihr wisst schon ungefähr, wie diese Sachen, wie das abläuft und ihr mögt es gerne auch wirklich die wirklichen Produkte, also wirklich die Vibratoren und sonstige, ihr möchtet die Produkte, ihr möchtet kein süße Kärtchen oder süße Gutscheine oder sowas. Wenn ihr das nicht wollt,
Dann auf jeden Fall den Eis-Adventskalender. Ohne Diskussion. Aber wenn ihr eben dieses mehr Cute wollt, dann würde ich auf jeden Fall den Amorelie. Und ich persönlich mag das mehr, dieses Cute und dieses mehr softere Einsteigen in dieses Thema. Finde ich persönlich den Amorelie, finde ich persönlich besser. Auch wenn hier der Wert nicht mehr ist. Aber ich finde den persönlich besser. Gefällt mir einfach besser. Obwohl der ist sogar teurer wie der Eis-Adventskalender. Aber ich mag den mehr. Den cute. Ich mag den mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich fand den einfach mehr. Ja, den fand ich einfach netter, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich würde auch nicht empfehlen, dass ihr jedes. Ich meine, ihr dürft natürlich euer Geld ausgeben für was ihr wollt. Mir wäre es persönlich jedes Jahr ein bisschen zu viel, weil ich weiß nicht, was ich mit so vielen Produkten dann machen soll. Was soll ich mit diesen ganzen Sachen machen? Das ist viel zu viel. Ich muss sagen, mit diesen zwei Adventskalendern bin ich äußerst überfordert. So viele Sachen, wo ich keine Ahnung habe. We shall see, very interesting. Aber, ja. Ich würde sagen, sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob ihr überhaupt euch traut zu kommentieren. Ich finde aber, wir müssen natürlich dieses Thema normalisieren. Ich finde, wie gesagt, ob man ein aktives Sexleben hat oder ein nicht aktives Sexleben, das ist auch jedem individuell überlassen. Aber ich finde, man darf ruhig da offen drüber reden. Und finde sowas auch, dass natürlich, das ist ein Riesenhit, vor allem der Amorelie, wissen wir, der ist ein extremer Hit. Das war jetzt, sehe ich gerade, das Amorelie X Love Box. Ja, also, das ist auf jeden Fall, ich finde den sehr, sehr cute. Ich fand auch das Packaging recht weihnachtlich. Das Einzige, Leute, bevor ich noch das Video beende, das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, natürlich, ich verstehe als Erklärung, ist es super, aber man sieht halt schon, bevor man es öffnet, da muss man ja wirklich aktiv nicht drauf schauen, sonst weiß man schon, was man aufmacht und dann ist natürlich ein bisschen der Spannungseffekt einfach weg, weil man sieht, aha, okay, das ist ein Position Dice, okay, ah, okay, ja, außer man kann nicht so gut Englisch, dann hilft das vielleicht, aber gut, meine Lieben, aber jetzt würde ich sagen, jetzt habe ich beide unboxed. Ich fand es super, super exciting. Es war mal was ganz was Neues für mich. Und ich bin super gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt es mir gerne auch DMen. Und jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir. Könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und euch super freuen, wenn ihr kommentiert mit. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!